Hi und willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Heute mal wieder eine Runde von Papers, Please. Heute wird es interessant, denn heute bekommen wir irgendwie Besuch von so einer Organisation, die sich irgendwie ETSIG nennt. Ja, wir werden mal herausfinden, wahrscheinlich noch, was sie wollen. Heute kriegen wir leider nicht so viel Infos dazu, aber beim nächsten Mal, Leute. Ja, alles mit der Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß in dem Video und das geht los. Ende von Tag 5. Kabine ver- Kann meine Kabine verbessern? Nee, die will ich aber eigentlich gar nicht verbessern. Nee, ich brauche das Geld. Ich kann nichts ausgeben. Immer weniger Arbeitsplätze. Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Ah, Vince Astrada und Christine verhaftet. Starläufer wahrscheinlich Täter. Nice, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben ihn. Super, unsere Arbeit läuft gut. Zwei jetzt ein paar Verwarnungen gekriegt, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Als Vorzug haben Ministerium wie ab, kennen wir alles schon. Inspektor, das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werktätigkeit von Immigranten aufgelegt. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen überlegten Arbeitsausweis vorzulegen. Das war das Vorzug, alles klar. Leute, das war Double Time, Alter. Blablabla. Das ging aber schnell. Warte mal, können wir hier mal kurz gucken? Da steht alles drin. Ich habe hier Arbeit. Aha. Das werden immer mehr Dokumente. Das ist ja furchtbar. Warte mal. So, damit wir alles ein bisschen da haben. Kann ich das nicht auch daran einfach kontrollieren? Ich glaube, es geht schneller, oder? Wenn ich einmal so ein bisschen gucke. Okay, das passt. Arbeit. Wie lange willst du denn bleiben? Ja, passt. Vanessa Sternshain. Okay, das ist alles gültig. Arbeit, ja. Vanessa Sternshain, Baugewerbe, 1.3. Ja, das passt auch. Empor, Haihan, weiblich, 83. Ja, gut, perfekt. Kommen Sie rein. Und machen Sie mir wie immer keinen Ärger. Ich will davon nichts. Nehmen Sie das mit. Mensch. WE 6 WT 7 UR 7 V. Okay. Alessandra Rosa. Sie haben wahrscheinlich die Rosa Sünde auch erfunden, wenn sie schon so heißen. Würde ich mir auf jeden Fall gut vorstellen können. So, das passt alles. 1.6. Alessandra Rosa. Das passt auch. Logo müsste auch in Ordnung sein. Könnte auch gefälscht sein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, kommen Sie rein. Zack, 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 so. Machen Sie mir keinen Ärger. Was? Wie, bitte helfen Sie mir. Ein Mann namens David Ludum hat meine Schwester auf der Arbeit Tosca versprochen. Ich fürchte, er nimmt mir den Pass weg und zwingt mich, auf diesen Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange, bitte tun Sie etwas. Hat mir und meiner Schwester Arbeit in der Tosca versprochen. Aha. Jetzt hilft, müssen wir auch noch der Bevölkerung helfen. Das ist ja ein schöner Spaß. Bei mir nur 14 Tage. Das stimmt aber nicht, mein Herr. Sie bleiben hier 2 Monate, oder? Ach, Mist. So. Diskrepanz. 60 Tage, ja. Jetzt wieder das Kontrollieren, ne? Mr. Ru-Ru-Jun. 18.1 V6. Ja, immer ein V6. Ne? Aber besser wäre mir lieber ein V8, Alter. So, was haben wir hier? Ja, Ihnen fehlt aber was. Ihnen fehlt trotzdem was. Sie können so viel labern, wie Sie wollen. Ihnen fehlt was. Warte, haben wir gleich. Hier, Einreisegenehmigung für Ausländer. Zack, Diskrepanz. Wo ist Ihre Einreisegenehmigung? Bitte sehr. Oh, alles natürlich immer noch da, ne? Gregor Ratizoil, okay. RM8, JF, E6, 7, ja. 14 Tage, 6.12. Ja, männlich, das Grenade Republiken, das muss auch hinhauen. Männlich sind Sie, passt, kommen Sie rein. Super gestempelt, ne? Da unten, wollen wir eigentlich da oben hin machen, so, aber naja. Ach, hey, du schon wieder. Oh, ein Pass. Aber ich will echt nicht mal was irgendwie sowas sagen, ne? Aber du hast leider keine. Nee. Du hast leider. Das nicht, hast du nicht, ne? Ja, hast du nicht. Perfekt. Oh, meine Beste, ein Scherzkeks. Ja, ich weiß. Ich mache echt die besten Witze. Haha, ich bin so lustig. Genau. Sie haben so eine Einreisegenehmigung. Mein lieber Scholl, man ist wirklich ernst, wenn du ganz einfach gut hast, wenn du so toll machst. Ich mache meine Einreise-Ding und dann komme ich wieder. Leute, wir müssen hier schnell sein, ne? Wir müssen die Leute alle schnell hier durchfliegen. Deswegen muss ich auch so schnell sprechen. Ludum Dari, hallo mein Freund. Oh. Leute, was ist los mit euch, Alter? Und weißt du was? Du bist mir scheißegal, Alter. Du willst jemanden den Pass abziehen, dann verschwinde. Verschwinde einfach. Hau ab. Komm nicht wieder. Ist wahrscheinlich einreiseberechtigt, ne? Ja. Person war einreiseberechtigt. Ja, mir egal. Wir machen. Was hast du denn für Augen? Alter, was ist mit der los? Hä? Junge, Etat-Distrikt? Gab's da auch irgendwas? Weil das. Ich weiß nicht, das. Warte mal. Azotska. Ach, hier! Gibt's nur Azotska? Ach so.
Distrikte, okay, warte mal, aber das ist doch falsch hier. Warte mal, Altan? Ach so, ja, stimmt, das ist falsch. Diskrepanz. Falsche Daten. Oh Leute, es klingt nach Arrest. Immer wieder geil. Warte. Ja, raus mit ihnen. Nächster. Nächster, haben wir dann eigentlich jetzt keine Verwarnung. Perfekt. Also ich glaube, es gibt immer eine Verwarnung. Oh, schon wieder Mr. Pfannkuchen-Gesicht. Ich will arbeiten, ja, aber damit sie arbeiten können, fehlt ihnen leider eine Kleinigkeit. Warte, das kriegen wir alles hin, Leute. Alles easy. So, nein. Ah. Hä, was? Och, nee. Ein Anschlag auf meinen Grenzposten. Ich hab doch alles kontrolliert. Oh. Ah, da war gerade die Zeit um. Na, toll. Acht. Oh Leute, wir haben kein Geld mehr. Ich bin pleite. Oh oh Leute, das sieht nicht gut für uns aus. Wiederangriff auf Grenzübergang Christine. Selbstmordort nicht überwindet Sicherheitskontrollen. Was? Clubtänzerin Christine tot aufgefunden? Was? Ist die war ja Club. Aber warum das so. Hä? Aber den haben wir doch nicht reingelassen. Ich dachte, wir haben das gerettet, aber nein. Och nö. Ach so. Inspektor, um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscannersystem in der Kabine installiert. Kollektive Extremisten stehen unter Verdacht, für den Bombenanschlag vom gestrigen Tag verantwortlich zu sein. Du suchst sie alle Kollegen, bevor sie deren Einreise genehmigen. Ist die Wahl trotzdem. Cool. Nächster. Okay, also hat sich nicht so viel verändert, würde ich mal sagen. Warte mal, ach so, hier ist er schon. Alle Kollegen werden gesucht, kein Schmugglergut oder Waffen. Okay, ja, da geht das schon direkt los. Mit Kollegien. Zack, werden durchsucht. Ah, hier ist Scanner, okay. Achso, da kommt das Bild. Hallo. Ja, sieht aber alles gut aus. Hallo, schon wieder Mr. Pfannkuchen-Gesicht oder Frau Pfannkuchen-Gesicht. Ciao, Lulu. Geiler Name. 78 Kilo, 177. Ja, müsste hinhauen. 44. Okay, so sehen sie auch aus. Schön. 84, Ost-Christine, passt auch. Ja, kommen Sie rein. Kommen Sie rein und genießen Sie unser Land. Ja, tschüss. Diskrepanz. Hier steht jetzt, wie ein Mann sind. Ja, da muss ich leider erstmal scannen. Also, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. So, was haben wir denn hier? Hä? Alles klar. Ich bin auf der Durchreise in ein anderes Land. Dauer des Aufenthalts 14 Tage. Jetzt sind 2 Wochen, das passt. Ja, aber da habe ich schon was. Da habe ich wieder was. Oh Leute, ich habe schon wieder so eine Nase, ne? Warte ganz kurz. Warte. Arrest! So, das war natürlich Niesen, ne? So niese ich immer mit Arrest. Das ist einfach so. Aber es war halt leider so schwer möglich mit Mikrofon hier in der Fresse. Oh, der hat wieder zugemacht. Ja, sie können hier nicht rein. Wenn er das Zotzke einwandern. Ja, aber wenn sie einwandern wollen, brauchen sie immer noch ein... Das hier. Diskrepanz. Verhören. Ja, brauchst du. Tschüss. Shady Safadi. Das passt auch. Gültig ist der auch. Vedor ist korrekt. Manic City, so sehen sie aus. Ist 83. Ja, kommen sie rein. Oh. Scheiße, das war Kolechien. Nein. Oh, ich hab's nicht gesehen. Ja, es werden alle möglichen Schmuggler durchgewunken. Ach. Scheiße. Hab ich jetzt nicht gesehen. Ah, ich hab nicht drauf geachtet. Wenn er sich jetzt hier in die Luft springt. Wehe. Transit einige Tage. Okay. Wehe. Geh einfach jetzt nach unten. Ja. Ich besuche Verwandte, ja, Daniela Michael, Papier 30 Tage, Besuch, ja, das passt, H3, ja, West Christine, Kollegien, West Christine, schön, weiblich sind sie, ja, kommen sie rein, nein, ah, fast schon, oh, Leute, oh, ich den jetzt schon abgegeben, dann wäre alles zu spät gewesen, warte. Oh, fast hätte ich sie davor übersehen. Leute, hätte ich das jetzt übersehen, Alter.
Dann hätten wir es aber ein großes Problem. Wie gut, dass wir den Pass noch nicht abgegeben haben. Zack, zack. So, kein Schmuggler, gut. Diskrepanz. Das können Sie sehen. Ich weiß. Arrest. Ach, was soll das? Ja, ich arreste dich gerade, Alter. Jetzt raus mit dir. Nächster. Warte mal, ist deine Größe denn okay? Das kann man, finde ich, immer am schlechtesten erkennen, weil der immer so auf und ab wippt, weißt du? So ein Mensch, weißt du, wenn man so bewegt, dann immer so auf und ab. So, tüt, 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 tüt. Aber man kann nicht still stehen. Verstehe ich nicht, warum er sich so auf und ab bewegt. So, das passt. Das passt auch, das passt auch. Ja, kommen Sie rein. Zack. Leute, nur eine Verwarnung diesmal. Es ist gut. Kommen Sie morgen, wie gesagt, wieder. Nice. Was? Ach, Geburtsdatum. Oh. Habe ich ja gar nicht gesehen, ey. Mensch. Ja, schlafen. Aber wir haben mehr Geld gemacht. Königs der Staatschrift legt Beschwerde ein. Durchsuche eine ganze von ohne rechtliche Grundlage. Das ist falsch. Das war alles korrekt. Das war wichtig. Ich musste sie kontrollieren. Inspektor, die Kollekten haben vor mir Beschwerde eingelegt. Ein Titomat wird heute zur höchsten Ebene eintreffen. Das automatische Suchen von Bürgern Kollektions ist nicht länger autorisiert. Okay, die Diplomaten benötigen so ein Reisenummer, Pass und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Aktualisierte Informationen zu den entsprechenden Dokumenten finden Sie in den Vorschriften. Schön. Ich bin Diplomat aus Kolechien. Ja, das ist schön. Ja, warte mal, dann muss ich da bestimmt auch jetzt einiges beachten, ne? Warte mal, wo ist denn hier Kolechien? Ich habe schon dieses Diplomatensiegel gesehen. Und das müsste jetzt ja stimmen. Und das stimmt auch. Okay. Ich will nach Razowska einwandern. Sehr schön. Immer, ja, aber nicht mit komplett falschen Namen, ey. Diskrepanz. Das fällt doch sofort auf. Gib mir mal deine Fingerabdrücke. Hallo. Ja, guck mal, hier kann ich gleich schon, kann ich gleich lassen. Der Name ist nicht mehr bekannt hier. Das ist ein komplett anderer Pass. Diskrepanz. Nö, nö, nö. Arrest. Ah. Da ist was falsch. Guck mal hier. Jetzt haben wir zum ersten Mal das Gewicht hier unterschiedlich. Sie wurden für eine Routineuntersuchung. Routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Da bin ich mal gespannt. Ah! Guck mal, was er mit hat. Der will bestimmt jemanden abstechen. Warte, warte, warte. Hier. Der hat aber eine Waffe dabei, Leute. Das kann doch nicht wahr sein hier. Es waren viele, dass sie hergekommen sind. Ja, ja. Warte, warte, warte. Arrest! Ah, macht das Spaß, Mensch. Ich finde das voll geil. Leute zu arresten, ey. Nächster. Einfach so durch den durchgehen. Scheißegal. Wer bist du denn? Der Orden erwartet sie? Was? Was ist das denn? Hä? Etze? Kommen Drecks? Was? Hä? So sehen sie hoffentlich auch aus. Leicht verändert, aber warte mal. Wir können mal gucken. Ah, das ist gepanzt. Ich wusste es. Die Aussehen verändert. Ich habe mich operieren lassen. Ja, wieso haben sie sich denn operieren lassen? Sie sahen doch vorher auch schon so schick aus. Sie sahen sogar da schick aus als jetzt. So, warte mal. Gucken wir mal hier, ob das stimmt. Das Gepanz! Die stimmen nicht. Ja, Leute, ich rieche es schon wieder. Es kommt und Arrest! Ah! Oh, hat das gesessen. Oh, nächstes Mal muss ich mir da was vorhalten, Alter. Ey, warte mal, den kennen wir doch. Das ist doch... Ah, der hat bestimmt eine andere Adresse. Anderen Namen jetzt. Der hat einfach sich nur verändert. Das ist doch genau derselbe Typ. Ne? Den baller ich gleich weg, Alter. Drecks... Warte mal, was? Das ist Drecks Corman. Der steht doch hier drauf. Corman Drecks. Das ist er. Ja, warte mal, den lassen wir einfach mal rein. 57, 165, Drecks Corman, 49, weiblich, Orwetsch, ja, das passt alles. 84, ist okay, kommen Sie rein. So. Nächster. Das war jetzt Drecks Corman. Von dem Orden, der hier hinten drauf stand. Mal gucken, was da noch passiert. 19.11. Ja, Leute. Tut mir leid, aber das ist leider abgelaufen. Arrest. Oh, ja. Jetzt schon Arrest. Damit kann ich sie leider nicht arresten. Das ist kein Arrestgrund. Leider nicht. Leider ist der Tag damit rum. Oh nein, mein Sohn. Was? Hä? Wieso friert ihr denn alle? Hä? Was ist denn jetzt los? Ich habe doch genug Geld. Heizung ist doch alles da. Leute, meine Familie stirbt ja gerade. Hungrig, friert, krank? Hä? Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Also, wenn euch die Runde von Papers, Please gefallen hat, dann würde ich mich sehr gerne über eine gute Bewertung freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Freunde. Habt noch einen schönen Tag, haut rein und tschüss.